Hallo meine Lieben, jetzt zu einem ernsten Thema. Brauchen jetzt die Anons, brauchen die jetzt alle einen Psychologen? Werden die jetzt alle verrückt? Beziehungsweise, was wird nun, ich meine, ihr kennt doch all diese, keine Ahnung, wie die alle heißen, ich habe mich da komplett rausgehalten, weil ich, wenn man ein bisschen nachgedacht hat, dann hat man auch gesehen, dass es ein Schwachsinn ist. Und ich habe das auch immer gesagt, ja, nicht erst im Nachhinein, ja, sondern ich habe das schon immer gesagt, dass es nur eine Ablenkung ist, dass man die Leute nur beschäftigen will. Und wie heißt dieses WFV, lauter so Abkürzungen, und General Flynn hat das gemacht, der hat das gemacht. Und nun haben sie vom Pentagon da einen Ordner gefunden, der hat den und das und das, und dann wurde das und gefüllt und ey, Alter, wenn du dir so ein Video angeschaut hattest, die dauerten ja teilweise auch über eine halbe Stunde, und ich mache mir jetzt Sorgen, ich meine, es ist jetzt kein Video, um die Anons wieder schlecht zu machen oder so, nee, was soll ich schlecht machen? Ich habe sie nicht schlecht gemacht, sondern ich habe mir nur gedacht, die müssen doch mal aufwachen, dass das alles ein Schwachsinn ist, ja. Dieses Video dient dazu, dass ich mir Sorgen jetzt mache, ja. Was ist denn mit all den QAnons-Anhängern, die, da ist diese Abkürzung, da steht es doch bei dem Soldaten da, WWGIWGA und lauter so Schwachs, ach so, das heißt also, we go one, we go all. Ah, jetzt verstehe ich. Also ich habe das naja, ich habe mein Gehirn damit freigehalten, ja. Man darf nicht sein Gehirn mit schwachsinnigen Schwachsinn füllen, ja. Darf man nicht. Denn ich habe doch Video gemacht, ihr kennt es vielleicht noch, das heißt, der fragmentiert dein Gehirn, und da musst du halt alles in die Schubladen reintun, damit du besser und geordneter durch das Leben gehst, und dann zum Beispiel jemanden triffst, einen Nachbarn oder was, dann weißt du gleich, der ist ein Nachbar, wo ich nur okay sagen kann und hallo sagen kann, mehr nicht, dem vertraue ich nicht so ganz, der kommt in die Schublade. Dann läufst weiter, siehst den, oh, der ist super drauf und der tut mich immer mit aufmuntern und den Tag gut machen. Der kommt in die gute Schublade, weil ich von ihm immer Gutes nur erwarte und auch Gutes ihm gebe. Und jetzt ist so, jetzt tust du dein Gehirn voll machen mit QAnon-Schwachsinn, ja. QAnon, der hat das gemacht, Ey, wie viel Tonnen, wie viel Gigabyte da an Material da zusammengestellt wurde mit lauter Informationen. Ich meine, Entschuldigung, wenn ich furze und das aufnehme, das ist auch eine Information, okay? Versteht ihr? Das ist auch eine Information. Aber davon habe ich nichts, versteht ihr? Und wo willst du jetzt diese Schublade? Die quillt ja über. Die quillt ja über und belästigt all die anderen Schubladen. Deswegen bin ich der Meinung, all die heftigen QAnon-Fans haben jetzt ein bisschen ein psychisches Problem, denke ich mal, ja, und hoffentlich kommt da noch was nach, damit sie weiter beschäftigt sind, ja, sonst, wenn das dann auf einmal, das ist wie eine Droge gewesen, ja, zuhören und irgendwie, ja, keine Ahnung, wie denen ihr Gehirn das Ganze zusammengefügt hat und was es gebracht hat, sehen wir ja, Entschuldigung, ja, versteht ihr, worauf ich hinaus will? Also, das darf jetzt nicht abrupt aufhören, die müssen irgendwie einen Ersatz finden, bewusst TV oder alte Sachen anschauen, keine Ahnung. Die müssen irgendwie irgendwas oder vielleicht sollen sie mehr in die Esoterik-Schiene, lauter so esoterische Schwachsinn anschauen. Das wären doch Möglichkeiten. Leute, das ist, war jetzt alles kein Witz, was ich sage hier, gell? Das ist alles kein Witz. Die Leute waren abhängig davon, die haben ständig all diese schwachsinnigen News angeschaut. Die brauchen jetzt, also sozusagen geht es darum, dass sie jetzt Ablenkung brauchen. Sie brauchen, ihr Gehirn muss wieder irgendwie das Ganze langsam abgewöhnen. Ja, haltet mich ruhig für einen Idioten. Ich bekomme jetzt bestimmt wieder ganz schlimme Kommentare rein, ja. Aber Entschuldigung, Leute. Da kriegt man ja beim Zuhören schon Kopfkrebs, wenn man da mal so ein Video angeschaut hatte. Der Senator hat das und das, und der hat dann, und Biden hat dann, und die Tochter von ihm, seine Neffe, die nicht, ey, Alter! Das ist ja schlimmer als beim Kaffeeklatsch irgendwo, wenn 50 Omas gleichzeitig reden, ja?
Irgendwelche belanglose Schwachsinn. Was, habe ich nicht recht gehabt oder was? Hä? Wo ist denn jetzt mit QAnon 1000 General Flints, die mit das und das aufgedeckt haben und das? Alles für die Katz. Alles Schwachsinn, alles umsonst. Schämt euch, dass ihr nicht ein bisschen Gehirn hattet, das vorher zu schnallen. Mensch. Ich bin ja auch nicht der Schlauste, aber den Schwachsinn habe ich doch gleich erkannt. Ja? Und jetzt haben sie immer noch Hoffnung. Jetzt wird das passieren und das passieren. Jetzt warten wir auf den Tag. Ey, ich frage euch mal, hallo, bist du QAnon-Anhänger oder Fan? Oder tu es jetzt ja nicht verleugnen, wenn du es warst, ja? Jetzt werden sie bestimmt alle das verleugnen, ja? Wie oft habt ihr ein Datum bekommen? Sag es mir bitte, wie oft habt ihr ein Datum bekommen? Wir müssen jetzt an den und den Tag warten. Da wird dann das und das aufgeklärt. Und der wird dann diesen Termin, weil da ist nämlich dies und das. Wie oft? Hä? Am 6. Januar ist es endgültig. Da wird, und, oh, jetzt heißt es auf einmal 22. Weil da ist das. Und vorher hieß es, kurz vor Weihnachten wird das und das. Und dann davor hieß es, jetzt wird das und das und das und das und das. Ey, haltet eure Fresse! Ich krieg schon Kopfschmerzen, wenn ich nur mich sogar raushalte und das so ganz nebenbei so aufgezwungen werde. Wenn man halt nun mal in den Truderzähne unterwegs ist, kriegt man ja so viel Zeug mit, ja? Auch wenn man sich fernhält. Also, alle QAnon-Fans, alle QAnon-Abhängigen, die da das mit so richtig verfolgt hatten und auch dahinter standen und jedes Scheißding QS wie was, wie heißen diese Scheißsendungen nochmal, mitverfolgt hatten, ja, die kannst du, die brauchen eine medizinische Behandlung, ja, oder macht einfach eins, schaut euch Game of Thrones, die ersten Folgen, 10-mal hintereinander an, vielleicht habt ihr dann irgendwie, ihr müsst euer Gehirn wieder, die Nervenbahnen wieder umstrukturieren, ich sag's euch, das ist nicht gut, Leute, da könnte vielleicht was auf uns zukommen, ich sag's euch, das waren ja nicht wenig, ich denke mal, in Deutschland waren es allein 30.000, 40.000 QAnon-Fans, ja. Das kann falsch schon irgendwas sein, Leute, ja. Und nochmal, und an alle Truter, an alle Anführungsstrichen Truter, für mich sind das keine Truter mehr, ja, die das mit unterstützt hatten, auch wenn sie nur so die Sachen geteilt haben und sich da raushalten und sagen, naja, ich habe mich ja rausgehalten, aber ich habe es geteilt und ein Scheißdreck, du hast es mitgeteilt, ohne richtig so wie ich von Anfang an zu sagen, schon vor über 2 Jahren, von Anfang an zu sagen, das ist ein Schwachsinn, passt auf, ja, das mag ich immer nicht, dass, wenn Leute keine Positionen einnehmen, ja, wenn sie nicht zu irgendwas stehen, aber genauso mit der flachen Erde, ja, das ist, ja, nein, stehst du dazu oder nicht, hä, ich sag das immer und habe es schon vor 5 Jahren schon gesagt oder noch länger, ich bin Flacherdler, beziehungsweise sage ich das immer so, ich glaube nicht an diesen Kugelform und vor allem nicht an diesen NASA-Scheiß, eher an die flache Erde, Punkt, aus, ich stehe dahinter, ja, so wie ich auch QAnon von vornherein gesagt habe, das ist ein Schwachsinn, ja, jetzt wisst ihr, was ihr von all diesen Trutern halten müsst, von all diesen Trutern, die das unterstützt haben und alle, die Videos gemacht haben über das oder übersetzt haben, die Idioten haben das übersetzt auch noch, die brauchen erst recht einen Arzt, ja. So, so viel von mir, Leute. Ich werde dann mal schauen, dass ich mal Videos mache, was man jetzt machen kann, weil aktuell wissen wir ja, dass nicht nur ich, sondern die das schon immer gesagt hatten, ja, was passieren wird. Nach dem Virus kommt Asteroiden und danach kommen die Meteoriten und so weiter. Und die hatten schon immer recht. Und das war ich, da war ich nicht der Erste, da war ich noch ein Schlafschaf. Da gab es welche, die haben das schon berichtet, ja. Da war ich ein Schlafschaf. Ich war auch ein Schlafschaf, ja. Vielleicht bin ich es ja immer noch. Aber nicht so ein Schlafschaf wie diese QNs. Das sind die obersten Hammelböcke. Ich will euch das Leben so angenehm wie möglich machen, bis diese Phase halt eintritt, dass ihr halt am wenigsten ein schönes Leben habt
und dass ihr auch zu Gott findet, zu Allah, ja, zu Allah findet und nicht zu sehr möchte ich euch da, weil davor haben ja die meisten Leute sehr, sehr viel Angst, deswegen lassen ja die Truder das auch immer weg und das nennt sich dann Truder, ja. Ich bin durch jahrelange Erkenntnis dazu gekommen, Bismillah Rahman Rahim, dass nun mal Gott, also sein Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, und auch Jesus ist unser Prophet übrigens, ja, dass dies das Richtige ist und dass dies das ganze Truter-Sache müsste am Ende dann dieses den Koran haben, ja, das müsste es am Ende haben. Ja, ich sag das, ich weiß, ihr könnt es nicht hören, ihr Muselmänner, ich will doch keinen Gott haben, der mir das und das verbietet, und Mohammed, ihr seid Kopftücher, ihr seid, euer Gehirn ist zerfressen, ihr habt keinen Platz mehr für das, ja, ihr Amen, und dass praktisch ein geordneter Übergang geht und dass ihr zu Gott findet und euer Gehirn euer Leben, es geht um Liebe, dass ihr wieder dadurch standhafter seid und liebenswerter alles sieht und viel mehr Sachen erkennt, und das werde ich dann die nächsten Male euch näher bringen. Okay? Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.